Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stardew Valley. 16.000 hätte ich gern auch mal in echt auf dem Konto. Hey. Oh, ey, sag mal, was sind denn das für Kackgeister? Seit Tagen. Oh ne, die Geister sind nicht so gut drauf, die, ne? Morgen ist das Fest des Wintersterns. Hast du das Geschenk für deinen geheimen Freund Emily? Das Fest startet um 9 Uhr morgens auf dem Stadtplatz. Ich sehe dich dann. Aber ich dich nicht. Doch, Katze. Hey, das Ding wurstelt. Das ist gut. Warte. Machen wir das mal anders. Ich hau erstmal das Heu dahin. Geht doch weg da! Blöde Viecher da alles. Ich meine, man muss ja dankbar sein, dass die einfach ihre Eier da so einem überlassen und einen nicht angreifen und so. Aber dieses dämliche im Weg rumgestehe da. Ein Diamant. Ein Eisen. Ein Eis. Weil es N nicht mehr hingepasst hat. Okay. So. 5 Eisenbarren habe ich. Oder waren es jetzt 6? Keine Ahnung. Auf jeden Fall kann ich mir noch irgendein Werkzeug danach in Stahl umwandeln lassen. Allerdings, die habe ich noch gar nicht abgegradet. Fällt mir da gerade so auf. Kann ich eigentlich mit der Spitzhacke? Cool. Wäre eigentlich sogar logischer, ne? Mit der Spitzhacke das ganze Zeug da aus dem Boden zu popeln. Dumme Idee. Hey, warte. Da ist noch ein Stein gewesen. Hat gedacht, er kann sich verstecken. Ich will nämlich nicht, dass hier direkt im Frühling, glaube da alles zusteht mit Bäumen. Vor allem, wenn ich jetzt die hier alle weggehackt habe. Wer ist das? Oh, das war doch ein Stein. Okay. Manchmal verstehe ich dieses Trefferding hier nicht. Ups. Yeah, geil. 2 Dreck. Weil die Geister Drecksäcke sind. Heute. Das Problem ist jetzt, was schenke ich der Emily? Ich gehe angeln, krieg einen Fisch. Oder ich zubbel den Diamant da nochmal raus aus dem Verkauf. Obwohl das komischerweise ja nicht mehr geht. Ich frag mich, was das für ein Käse ist. Früher ging das doch, dass man da einfach alles reinlegen konnte und dann so ein Kisteninventar dort gehabt hat. Aber nee. Man muss ja so ein komisches
Ding machen, wo man nur eine einzelne Sache noch sieht, die man da reingeschmissen hat. Und dann... Wenn man sie rausgeholt hat, die eine Sache, ist der ganze andere Rest weg. Finde ich ein bisschen doof. Muss ich ganz ehrlich sagen. Weil wenn man jetzt irgendwie... Wenn man jetzt irgendwas Komisches da reingeschmissen hat, was man behalten wollte, da kann ich vergessen. Weil du kriegst dann nicht mehr wieder. Nicht mit der Spitzhacke laufen. Was geht? Das Teil lebt ja. Oder lebte. Komm schon. Jetzt setz dir die ganze Entage. Ente. Ganze Etage hier auseinandernehmen, dass ich hier weiterkomme, oder was? Wenn es so weitergeht... Kann ich es wieder vergessen. Auf Level 90 zu kommen. Ich höre Fledermäuse. Zumindest mal eine. Gold ist immer gut. Cool, und ich habe sogar so viel, dass ich mir hier eine Omni-Geode. Auf jeden Fall habe ich jetzt so viel, dass ich mir hier wieder einen Barren machen kann. So, Satz beendet. Krass. Ich dachte, heute ist ein Kacketag. Alter, was ist das für ein Teil? Lass mich in Ruhe. Wie viel Energie mir der abgezogen hat jetzt? Hä? Was ist das? Irgendwas, was mir 8 Verteidigungspunkte weniger gebracht hat. Deswegen hat er so viel Energie abgezockt. Der Scheißdinger da. Komischer Masken-Dings. So, komm schon. Ich will doch nur die Leiter haben. Na gut, bei den Haufen Steinen, die ich habe, müsste ich eigentlich... So, im Normalfall müsste ich mir eigentlich nur die Treppen bauen, die ich im Inventar oder im Crafting-Menü machen kann. Ich glaube, ich gehe im Frühjahr in die Höhle. Dann sind die Geister vielleicht wieder ein bisschen fröhlicher. Weil das ist ja... Arschlecke. Hey, was ist das komische Grüne? Erstmal das Gold, ne? Was ist das? Ein Emerald? Warum denn eigentlich nicht? Das verwirrt mich hier. Mist. Ich hab gedacht, ich komme so außen rum. Noch ein Emerald. Ist der Sonic hier irgendwo unterwegs? Und sucht die Chaos-Smaragde. Oh.
da. Hä? Hab ich das Kupfer hier nicht? Ich hab's wohl vergessen. Achso, ich habe keine Energie mehr. Okay. Tschüss, Mine. Ich glaube, diesen Emerald behalte ich. Den kriegt die Emily morgen. Und dann ist Lea sauer und eifersüchtig, weil die einen Emerald gekriegt hat und sie nicht. Weil ich kann der auch gar nichts mehr schenken, oder? Diese Woche. Nö. Maru, hast mich sowieso, weil ich ihr so ein Hähnchen gegeben habe, oder was das war? Hähnchenstatue. Oder Statue eines Chicken McNuggets oder so. Lass mich mal gucken. Nein. Slime Hunter to slay 6 red slimes in the deep lava caverns of the local mine. Kacke, hätte ich das vorher gewusst. Aber da waren gar keine so viele Slimes unterwegs. Da waren mehr so komische. wie soll ich sagen? So komische Geister, die so einen Zwirbelflup gemacht haben. So, gucken wir mal hier oben. Ne? Hätte ja sein können, dass da noch irgendwie so ein Holly oder sowas rumliegt. Eigentlich habe ich nichts zum Verchecken mehr. Weißt du, was noch lustiger ist? 24. Stein. Und das. Und das. Und das. Und das. Und das. Und dann und dann und dann. Ich bin nur leicht gestört. Omni-Geode? Da ist er. Schon's doch, ihr wusst doch, die irgendwo da rumgammelt. Egal. Hey, Pilze. Blub, 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 blub. Tü. Wenn ich schon was. Wenn ich das hier schon am Start hab, ne? 49 Goldohre. Na, da muss ich doch mal ein paar Goldbarren machen. Kann ich eigentlich den Refined Quartz nehmen, wenn ich 5 Stück habe und dann einschmelzen und krieg ein Iridium-Erz raus oder so? Das wäre voll geil. Aber ich glaube, das geht nicht. So wird mir eigentlich immer noch meine Lebensenergie angezeigt. Ich bin doch aus der Mine raus. Da ist die schon ein bisschen blöd. So. Das war ja ein recht kurzer Tag, ne? Ne war? Da ist, na gut, bei der Lea, da musste ich ja nicht hin. Obwohl. Na, da wird jetzt wahrscheinlich zu sein. Weil die immer irgendwie abschließt, sobald es dunkel ist. Oder die hat irgendwie so eine Handy-App. So nach dem Motto, wenn es draußen dunkel wird, wird hier die Tür zugesperrt. Was ist denn das? Aha. Eine Pfeilspitze. Kann bestimmt rumguntern. Jawohl, ja. Nee. Kann ich da irgendwie klopfen? Mach mal auf, du! Wenn ich die Axt jetzt hätte, hätte ich die Tür einhauen können und hätte schreien können, hier ist Johnny! Aber, naja. Muss ich halt wieder heimgehen.
Und dann gehe ich jetzt pennen. Hab sowieso keine Energie mehr und die Lebensenergie ist auch fast futsch. Was habe ich denn eigentlich letztes Mal gefunden? Achso, dieses komische, was weiß ich, was das sein soll. Wo ist er denn? Aha, ein Amethyst könnte ich aber auch. So, ein Emerald lassen wir mal da. Könnte ich auch verkaufen. Aber nö. Ich müsste noch mehr von diesen komischen Kopiermaschinen machen, hey. Und dann jedes Mineral da reinschmeißen. Ich weiß bloß nicht, wo ich das hinbauen soll. Hab ich ja gar nicht genug Platz für. Der Weihnachtsmann! Im Sommer. Kann ich ihn abschießen? Oder so? Jetzt gehofft, der lässt dann irgendwie sowas fallen. Das wäre auch geil gewesen. Der fliegt hier oben durch so. Und hier fällt dann so ein Geschenk mit Fallschirm runter. Und dann so flupp in der Kamin rein. Und dann sehe ich da unten so ein Strichmännchen, wie sich's freut. Da war eine Sternschnuppe. Ein Duckeck. Da muss man sich ducken. Ja. 1431. Ich glaube, das wird ein guter Start in der Frühling, du. Ich hoffe nur, dass die. Also, warte mal. Jetzt ist ja dann das Fest der Wintersterne. Da kann ich ja nicht zum Schmied gehen. Aber ich hoffe, den Tag danach. Wenn ich zum Schmied gehe, dass dann die Axt fertig ist. Das wäre geil. Und dann hacke ich alles weg, was auf der Farm noch ist. Hoffe ich. Wenn ich jetzt nicht zu spät ins Pennen gegangen bin, müsste ich sogar volle Energie haben. Aber das finde ich mal in der nächsten Folge raus. Und dann. Ne, in der übernächsten Folge finden wir es raus. In der nächsten ist ja erstmal huiuiui Geschenke verteilen. Ich hoffe, der gefällt überhaupt so ein Emerald-Ding. Schauen wir mal. Allerhop. Bis dann.